Es war das Jahr 1944. Unter dem Befehl von Hitler zogen sich die deutschen Armeen immer weiter zurück. Der Himmel leuchtete rot. Granateneinschläge, wo du hingeschaut hast. Und es war unfassbar, diese Geschichte zu lesen und zu spüren, in welcher Bedrängnis die Menschen waren. Überall Aufschrei, Krieg. Ich meine, ein wenig stellt diese Scheibe hier letztlich genau das dar. Zerstörung, Wut, Angst, Unverständnis und so vieles mehr. Und mittendrin diese Familie. Geschosse, wo man hinschaut. Wie man dann hörte, soll innerhalb der nächsten 2 bis 3 Wochen alle Kinder gesammelt und von den Eltern getrennt entfernt werden. Man muss sich dieses Chaos mal vorstellen und die Angst, die in diesen Menschen war. Die Armeen zogen sich zurück, immer weiter die Deutschen, und ja, da war diese Familie ganz allein. Und von der Ferne hörte man die Donnereinschläge. Und hier beginnt die eigentliche Geschichte. Hier passierte dieses unfassbare, authentische und genau das, was wir jetzt ein wenig behandeln wollen. Die Geschichte einer Familie, die durch den Zweiten Weltkrieg in eine Situation kam, die sie sehr berührte, nachdenklich machte und im Rückblick sicherlich auch dazu führt, dass es sehr, sehr, sehr glaubensstärkend ist für jeden, der sie hört. Sabbat und insbesondere der Sabbatanfang, das heißt am Freitagabend, der Sonnenuntergang, war das Highlight der Woche unserer Familie. Die ganze Familie hat sich vorbereitet für diesen Moment. Die Wohnung wurde aufgeräumt, geputzt. Ich kann mich erinnern, ich habe so ein Regal gehabt und auf dem Regal standen ganz viele Matchbox-Autos und ich musste sie jeden Freitag runternehmen von dem Regal und dann musste ich den Staub wischen. Auf dem Regal und auf den Autos und dann jedes Auto wieder ordnen. Zurück an seine Position. Genau. Die Mama hat das Essen vorbereitet für den Sabbat. Dann hat die ganze Familie geduscht oder gebadet, nicht nach dem Sabbatanfang, sondern vor dem Sabbatanfang, sodass wir schön angezogen uns dann pünktlich, nicht irgendwann, sondern zum Sonnenuntergang, im Wohnzimmer versammelt haben. Und dann haben wir einige Lieder gesungen. Mein Papa hat Klavier gespielt. Gesungen wurden die schönen Zionslieder. Danach hat der Papa etwas aus der Bibel vorgelesen oder hat eine kurze Andacht gehalten. Und danach gingen wir geschlossen in die Küche. Da hatten wir einen schönen Tisch gehabt und die Mama hat etwas Besonderes vorbereitet. Etwas, was es unter der Woche nicht so gab, sondern speziell nur für diesen Sabbatanfang. Nachdem wir fertig waren, dann gingen wir wieder geschlossen ins Wohnzimmer. Und mein Papa hat eine der alten schönen Schallplatten rausgeholt. Diese knarzenden schwarzen Scheiben, genau. Wo immer so ein kleiner Kratzer drauf war, aber es war authentisch. Gespielt wurde wieder so eine ganz ruhige, besinnliche Musik. Und bei dieser Musik sind wir 3 Kinder, mein Bruder und meine Schwester, eingeschlafen. Mein Vater hat dann jeden von uns behutsam auf die Arme genommen und ins Bett getragen. Das war noch nicht alles, denn wir sind in dieselbe Atmosphäre wieder aufgewacht. Mein Vater war Elektroniker und er hat jeden von uns Kindern so ein Kästchen gebastelt mit einem Lautsprecher drin, Kabel gezogen ins Wohnzimmer. Wie kreativ. Und dann ist er als erstes aufgestanden und hat dann wieder eine ganz leise geistliche Musik laufen lassen. Und das ertönte an unseren Ohren, an unseren Köpfen ganz leise und in diese Atmosphäre sind wir wieder aufgewacht. Ja, ich kann mir vorstellen, da entwickelt sich im Laufe der Zeit ein Gefühl, eine Art Umgebung, eine Atmosphäre, in die man gerne wieder eintaucht, nicht wahr? Ja, und dann sind wir in den Gottesdienst gegangen, Vormittag, Nachmittag haben wir Bibel studiert. Ja, und der Sabbat wurde wieder beschlossen mit einer Andacht. Nicht irgendwann, wenn überhaupt, sondern mit dem Sonnenuntergang. Also wirklich absolut akkurat, ne?
die 24-Stunden-Periode von Freitagabend Sonnenuntergang bis Sabbatabend Sonnenuntergang eigentlich entsprechend? Es ist wichtig, denn dadurch bekommt das Kind und der Erwachsene ein Gefühl, ein Gespür. Ja, einen Rahmen. Er weiß, da beginnt und hier endet die besondere Zeit, eine abgesonderte Zeit. Wenn diese Grenzen nicht da sind, dann ist diese klare Trennung nicht mehr sichtbar und nicht mehr spürbar. Ich versuche mich gerade in diese Situation von Daniel zu versetzen. Er und Alex, sein Bruder, sollten unter diesen Kindern weggeführt werden. Es war ein Drama, das man sich wahrscheinlich überhaupt nicht vorstellen kann. Da war diese Familie von 8 Menschen. Die Männer waren gar nicht mehr da. Sie waren irgendwo unterwegs an der Front eingezogen worden im Krieg. Und Daniel erzählt von sich und Alex und diesem beschwerlichen Gefühl, das die ganze Familie umklammerte. Wir sollen von unserer Familie weggerissen werden. Und man hörte schon, irgendwann soll der Eisenbahnzug kommen. Der Zug in die Befreiung, angeblich irgendwo in den Süden, weg von der Front und dem Geböllere und dem Geknalle der Kanoneneinschläge. Natürlich, der Wunsch war ausgeprägt. Aber da waren auch diese 18 korbartigen Koffer. Mehr nicht. Da war alles drin, was diese Familie besaß. Und da waren sie und warteten auf den Zug der Hoffnung. Und plötzlich kommt der Ruf und es war ein Freitagnachmittag. Der Zug ist da, kommt, wir müssen alle gehen. Die Kanonen kamen immer näher, die Angst stieg immer weiter und die Situation war eigentlich selbsterklärend. Wir steigen jetzt in den Zug und fahren Richtung Süden, in die Freiheit, in die Hoffnung, weg von hier. Jeder, aber auch wirklich jeder würde in diesem Moment sagen, klar, die sind in den Zug gestiegen und ab in die Freiheit. Aber so war das nicht. Da gab es ein leichtes Problem in diesem völligen Durcheinander. Alle hatten sich gesehnt nach dem Zug der Hoffnung. Jetzt stand er im Gleis, am Bahnhof, es geht los. Chaos sondersgleichen. Und diese Familie? Sie dachte an Freitag. Es war Freitagnachmittag. Die Familie hatte andere Absichten, als in den nächsten Stunden im Zug zu verbringen und dann vielleicht sogar in den Sabbat zu kommen. Freitagabend. Für gewöhnlich beginnt der Sabbat mit Sonnenuntergang. Im Zug sitzen, auf der Flucht? Genau das wollten sie nicht. Waldo, was wir gerade gesehen haben, berührt ja doch. Meine Frage ist hier, was hat die Leute bewogen? Ich meine, was war die Motivation? Was war der Antrieb, so konsequent die Einhaltung dieses Ruhetages für sich festzumachen? Es scheint ja eigentlich überhaupt nicht populär, oder? Es könnte eine Gewohnheit gewesen sein, es könnte eine Tradition gewesen sein. Aber wenn das wirklich nur dieser Beweggrund war, dann denke ich nicht, dass ein Mensch sich in Lebensgefahr begibt. Du machst mich neugierig. Was könnte es darüber hinaus sein? Liebe. Liebe zu Gott. Mhm. Und Gott ist die Liebe. Das Universum ist eigentlich ein Produkt der Liebe. Die Galaxien, die Erde selbst, das ist ein Produkt der göttlichen Liebe. Sprengt meine Vorstellung. Das Universum, die Erde, all dieses zusammen. Ich meine, Liebe scheint keine Grenzen zu kennen. Die Liebe ist die Grundlage des Universums. Die Liebe regiert das Universum. Und diese Liebe wurde auch in die Geschöpfe hineingepflanzt. Und die Liebe weiß, was Gott gefällt und was ihm missfällt. Diese Liebe kann entfaltet werden. Und reduziert sich die jetzt komplett auf diesem einen Tag, auf diesem Sabbat? Ich meine, du sprichst vom Universum, du sprichst von dieser unglaublichen Größe und dann wir kleinen Erdenbürger und ein Tag aus Liebe, Sabbat? Erklär mir das genauer. Ja, Sabbat ist ein Zeichen zwischen Gott und dem Menschen. An diesem Tag, am Sabbat, kommt diese Beziehung zwischen Gott und Mensch zum Ausdruck. Gib mir noch mal ein Beispiel, vielleicht aus dem praktischen Alltag, wo deiner Meinung nach das Thema Liebe zum Ausdruck kommt. Du warst verliebt, du hast deine Solveig dann geheiratet. Wenn Liebe im Spiel ist, dann brauchst du dem Menschen nicht erklären, groß erklären, was er zu tun und was er zu lassen hat.
brauche dir nicht sagen, also Henry, du solltest mal wieder die Solveig besuchen. Das also, erübrigt sich, weil ich habe einen Drang danach, sie zu sehen. Das ist Liebe. Die Liebe hat den Drang, selbst um die halbe Weltkugel zu reisen, um einen geliebten Menschen zu sehen. Die Liebe weiß ganz genau, was der andere möchte. Wenn du liebst, dann kannst du von deinem Partner seine oder ihre Wünsche ablesen. Von den Lippen, von den Augen. Du kennst diesen Partner. Und wie überträgst du das jetzt auf den Sabbat? Gott hat eine Vorstellung darüber, wie wir Sabbat verbringen sollen. Ihm gefallen manche Dinge ehren ihn und manche nicht. Wenn Liebe im Spiel ist zwischen Gott und Mensch, wenn der Mensch Gott wirklich liebt, dann weiß er, was Gott gefällt. Und genau aus diesem Grunde wird nicht jedes Detail der Sabbatheiligung in der Bibel beschrieben. Dasselbe haben wir mit den 10 Geboten. Die 10 Gebote sind eigentlich 10 Gedanken, kurze Gedanken. Und manche Gebote haben nur einen Satz. Du sollst nicht stehlen, du sollst kein falsches Zeugnis reden. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen. Aber natürlich ist das Spektrum wesentlich größer, wenn ich dich richtig verstehe. Genau. Warum? Weil Gott die Liebe in den Menschen hineingepflanzt hat. Und die Liebe erforscht die Tiefe des Gesetzes Gottes. Jetzt wird mir auch total klar, dass diese Familie mit aller Konsequenz den Sabbat einhalten musste und wollte, aus Überzeugung, aus Liebe, aus Dankbarkeit und natürlich, weil sie Gott auch die Ehre geben wollten. Wie, würde jeder sagen? Die waren nicht im Zug, hatten doch diese Möglichkeit? Vorweg, der Zug war dermaßen überfüllt, dermaßen, dass letztlich die Menschen sich draußen dran gehängt haben an Haken, Ösen, Schnüren, vielleicht ähnliches wie hier, um sich irgendwo in die Freiheit zu fesseln. Aber genau das war das große Problem. Viele sind dabei umgekommen und die waren am Ende ohne ihr Hab und Gut. Sogar Kinder wurden verloren. Und das alles auf dem Weg in die Freiheit. Aber was war mit dieser Familie? Sie hat sich entschieden aufgrund eines sehr wichtigen Textes, den sie in der Bibel fanden, um den sie letztlich gebetet haben. Herr, lass unsere Flucht nicht am Sabbat, noch im Winter sein. Und aufgrund dieses Bibeltextes und ihrer Gebete haben sie sich entschieden, wenn schon, denn schon, wir bleiben Gott treu. Gott hat eine Alternative oder keine und wir kommen hier um. Der Zug war unterwegs Richtung Süden, die Familie blieb zurück. Sie schauten diesem Zug hinterher, dem vermeintlichen Zug in die Freiheit. Gerne möchte ich dir ein Zitat vorlesen. Ich habe es hier auf dem Handy. Das steht in Freie Schriften. Auf einer Tafel waren 4, auf der anderen 6. Die 4 Gebote auf der ersten Tafel leuchteten heller als die anderen 6. Doch das 4., das Sabbatgebot, leuchtete am hellsten. Denn der Sabbat war etwas Besonderes. Er sollte zur Ehre des heiligen Namens Gottes gehalten werden. Ein herrlich leuchtender Schein umgab den Text des Gebotes. Also es ist interessant, wir haben die 2 Tafeln, Gesetzestafeln. Auf der 2. Hälfte sind die Gebote 5 bis 10, die regeln die Beziehung Mensch-Mensch. Und auf der 1. Tafel haben wir die Gebote 1 bis 4 und sie beschreiben ja, die Beziehung zwischen Gott und Mensch. Aber gerade die 4, die leuchten heller, heller als die anderen auf der 2. Tafel. Aber der Sabbat, haben wir gelesen, leuchtet noch heller. Ja, könnten wir damit sagen, Gott legt keinen so großen Wert auf die anderen 6 Gebote? Oder sind sie insgesamt natürlich schon sein Wort, seine Überlieferung? Wie du sagst, jedes Gebot hat einen Text. Aber offensichtlich ist das 4. Gebot doch die allerhöchste Priorität. Das 4. Gebot, also das Sabbatgebot, hat eine Sonderstellung. Es ist interessant, was im 2. Mose 31, 13 steht. Und wenn man diesen Vers richtig verstanden hat, dann erübrigt sich eine Liste mit Geboten und Verboten. Denn da steht, du aber rede zu den Söhnen Israel und sage ihnen, haltet nur ja meine Sabbate, denn sie sind ein Zeichen zwischen mir und euch
für all eure Generationen. Und jetzt passt mal auf, damit man erkenne, dass ich der Herr es bin, der euch heiligt. Also wenn es hier steht, du sollst an diesem Tag erkennen, du sollst ihn so halten, dass du erkennst, dass ich, also Gott, derjenige bin, der dich heiligt. Was heißt das? Heiligen. Ja, der dir Kraft gibt, Sünde zu überwinden, sie zu erkennen, ihr aus dem Weg zu gehen, sie hassen lernen, der dich voranbringt. Es ist alles Gnade. Wie soll ich Gott erkennen, wenn ich auf der Autobahn stundenlang fahre und hochkonzentriert bin, weil der Verkehr ganz dicht ist? Wie soll ich erkennen, dass Gott derjenige ist, der mich heiligt, wenn ich schwitze, weil ich mich anstrenge beim Fußballspielen oder bei der Arbeit? In Jesaja 58, Vers 13 steht, wenn du am Sabbat deinen Fuß zurückhältst, dass du nicht an meinem heiligen Tag das tust, was dir gefällt, wenn du den Sabbat deiner Lust nennst und den heiligen Tag des Herrn ehrenwert, wenn du ihn ehrst, sodass du nicht deine Gänge erledigst und nicht dein Geschäft treibst, noch nichtige Worte redest, dann kommt die Verheißung. Da ist das Geschäft erwähnt. Ihr sollt kein Geschäft machen, treiben, darüber reden und so. Und das ist noch irgendwie, denke ich, leicht zu verstehen. Ob wir es dann tun oder nicht, steht auf einem anderen Blatt, aber es ist leicht zu verstehen. Jegliche Arbeit soll ruhen. Auch die Unterhaltung darüber, das Nachsinnen darüber. Dann haben wir hier gelesen, dass wir keine eitlen Worte reden sollen. Wenn man aufrichtig genug ist, kann man es auch verstehen. Es ist irgendwie nicht schwer, das zu begreifen, was damit gemeint ist. Wann rede ich unnütze, dumme Worte? Aber der dritte Punkt, der ist interessant. Da steht, sodass du nicht deine Gänge machst oder erledigst. Was sind deine Gänge? Und da beginnt die Uneinigkeit. Da beginnt die Ausgrenzung. Da beginnt das Kopfschütteln. Wie meinst du das genau? Lass mich kurz wissen, ob es da Musterbeispiele, Fallbeispiele gibt, wo das vielleicht ein bisschen deutlicher wird. Jemand heiratet am Sabbat, weil er den besonderen Sabbatsegen mit in die Ehe nehmen möchte. Und ein anderer geht aus Protest nicht zu dieser Hochzeit. Oder ein anderer zieht seine Wanderkleider an, steigt in eine Seilbahn oder Gondel und fährt zum Berggipfel, weil er dort Gott vielleicht besonders erleben möchte. Und der andere schüttelt den Kopf und sagt, wie kann man nur am Sabbat sowas tun? Und wir? Völlige Frustration? Angst? Wir haben versagt, der Zug ist ohne uns losgefahren? Ganz und gar nicht. Mutter ging an einen der 18 Koffer, nachdem wir miteinander niedergekniet hatten und Gott gedankt hatten, dass wir einander noch hatten. Und sie ging dorthin, holte unsere Sabbatkleidung raus und hat uns angezogen, denn der Sabbat würde bald beginnen. In einem anderen Koffer holte sie Geschirr raus und bereitete ein leckeres Mahl. Und dann kam der Sonnenuntergang. Und wir feierten gemeinsam den Sabbatbeginn, während der andere Zug Richtung Süden donnerte. Die Nacht ging vorüber und wie gewohnt sind wir am nächsten Morgen gemeinsam zum Gottesdienst gegangen, um mit unseren Geschwistern vielleicht ein letztes Mal zu feiern. Es war ein besonders schöner Gottesdienst. Wir hatten Zeit füreinander. Wir haben miteinander gebetet und gesungen. Es war einfach eine ganz herrliche Stimmung. Gott war mit uns. Und dann am Ende des Gottesdienstes gab es Tränen. Allen war klar, das war vermutlich wirklich der letzte Gottesdienst miteinander. Aber was würde die nächste Woche bringen? Nicht wenige Tränen gab es und wir sagten auf Wiedersehen. Aber Waldo, wie kann ich jetzt tatsächlich erfahren? Gibt es da irgendwelche, sagen wir mal, ein Manual, eine Art Handbuch, Hinweise, die ich einsetzen kann, um zu erfahren, wie das Ganze wirklich funktioniert? Ich habe drei. Und das erste ist das Gespür. Das hängt auch mit der Liebe zusammen. Wir haben darüber gesprochen, dass Gott die Liebe in jeden Menschen hineingepflanzt hat. Es ist irgendwo ein Gespür auch dafür, was richtig und was falsch ist. Ich lese dir was vor, ich habe dazu auch was gefunden. Da heißt es in Propheten und Könige, wahre Ehrfurcht vor Gott entsteht aus einem Gespür
für seine unendliche Größe und einem Bewusstsein seiner Gegenwart. Oder in dem Buch Erziehung, das Gespür für die heiligen Stunden, die Stunde und den Ort des Gebetes und des Gottesdienstes soll das Kind als etwas Heiliges kennenlernen, denn dort ist Gott. Also ein Gespür entwickeln für die Gegenwart Gottes. Wie benehme ich mich, wenn Gott da ist? Oft denke ich mir, wenn ich den Geräuschpegel in der Gemeinde höre, was wäre, wenn jetzt hinten die Tür aufgehen würde und ein Engel, nicht mal Gott, nur ein Engel hineintreten würde. Ich bin davon überzeugt, in derselben Sekunde würde es still sein. Ja, absolut, habe ich keinen Zweifel dran. Warum ist es so? Weil wir nicht wirklich glauben, dass Gott gegenwärtig ist. Ja, wir sind einfach nicht mehr sensibel genug. Wir haben nicht mehr das Gespür für die Situation. Ich kann dich da auch wirklich drin bestätigen. Und wir sind einfach desensibilisiert. Ja, es ist eben eine Sache des Gespürs. Es ist eine Sache der Liebe. Ich habe hier noch ein Zitat aus Zeugnisse 5. Das ist ganz interessant. Da steht, wenn wir uns nicht heiligen, indem wir die Wahrheit befolgen, dann mischen wir das Normale oder das Alltägliche, also nicht das Böse, sondern das Normale, das Gute. Aber das, was in den Alltag hineingehört, mit dem Heiligen. Und unsere Kinder oder auch die Erwachsenen lernen nicht, wie man zwischen beiden unterscheidet. Und das ist der Punkt hier, warum wir oft das Gespür nicht richtig entwickelt haben, weil wir das Alltägliche mit dem Abgesonderten vermischen und dann verlieren wir die Unterscheidungsfähigkeit. Ja, was gehört jetzt eigentlich in den Sabbat hinein? Ja, und was gehört in den Alltag hinein? Wenn ich die richtig verstehe, heißt es so, die Grenzen verschwimmen. Genau. Ja, das ist so ein weicher Übergang und da ist keine Kontur mehr da, keine feste Größe, an der ich mich orientieren kann. Wenn das Gespür richtig erzogen, entwickelt ist, das zeigt sich dann in bestimmten Bereichen. Ich habe mir jetzt aufgeschrieben hier in der Kleidung. Wie kleide ich mich? Wie laufe ich rum? Oder in der Musik. Was höre ich am Sabbat? Oder das steht auch in der Ehrfurcht. Das haben wir. Wie benehme ich mich? Absolut nachvollziehbar, was du sagst. Und in der Kommunikation untereinander. Es ist interessant, dass hier nicht von Ellen White ein so steht geschrieben herangezogen wird, sondern sie sagt, das ist eine Sache des Gespürs. Und es entsteht die Frage, kann mich Gott für ein Gespür richten? Ich behaupte ja. Interessante Frage. Ich behaupte ja. Warum? Weil Gott uns die Grundlage des Kosmos, die Liebe, ins Herz hineingepflanzt hat und hat gesagt, ihr habt die Fähigkeit, es zu erziehen, entwickeln zu lassen. Ihr seid dazu fähig. Ich habe euch diese Fähigkeit geschenkt. Und wenn ihr liebt, dann wisst ihr, was mir gefällt. Und ihr wisst, was mir nicht gefällt. Absolut nachvollziehbar. Ja. Du sagtest, du hast 3 Punkte. Lies mir mal den 2. vor. Was meinst du damit? Der 2. Punkt bezieht sich auf die Notwendigkeit. Ist etwas notwendig, dass ich am Sabbat tue? Oder hätte ich das auch unter der Woche erledigen können? Ich lese dir ja wieder was vor. Vergnügung suchen, Ball spielen, Schwimmen sind keine Notwendigkeit, sondern eine sündhafte Nichtbeachtung des vom Herrn geheiligten Tages. Ja, ich weiß, es ist schon heftig, aber warum ist es heftig? Warum empfinden wir das als heftig? Ja, weil es so ein Stück weit gegen den eigenen Strich geht, weil das Dinge sind, wo man im ersten Moment nicht glaubt, dass man Gott entehren würde. Und warum? Weil wir das schon Jahrzehnte so gemacht haben. Wir haben eine Gewohnheit entwickelt. Aber für diejenigen, die diese Gewohnheit nicht hatten, für die ist es normal. Also es ist eine Sache des Gespürs wiederum. Ich bin überrascht, aber es scheint grundsätzlich Sinn zu machen. Und wieder habe ich mir da 4 Punkte aufgeschrieben in Bezug auf die Notwendigkeit. Kann der Abwasch warten bis zum Sabbatschluss oder muss ich jetzt unbedingt in der Küche aufräumen? Oder eben, den Punkt hatten wir schon, muss ich den Sabbat auf der Autobahn verbringen? Warum bin ich auf der Autobahn?
Sicher, ich predige auch in anderen Gemeinden und ich muss irgendwie hinkommen. Aber kann ich es auch irgendwie anders machen? Kann ich vielleicht früher anreisen, wenn es weit weg ist? Kann ich bei Geschwistern übernachten? Muss ich zur Geburtstagsfeier am Sabbat 200 Kilometer fahren? Oder Sport hatten wir und in der Unterhaltung zeigt sich auch das Gleiche. Ist es notwendig, dass ich heute am Sabbat über alltägliche Dinge mich austausche? Womöglich sogar in der Gemeinde. Ist eine absolute Aufrichtigkeit notwendig? Ich bin sehr dankbar, dass du das erwähnst, denn man spürt das tatsächlich immer wieder in den Gemeinden, wo eben auch in den einzelnen Gesprächen zu erkennen ist, dass die Woche noch nicht ganz verarbeitet wurde und in den Sabbatvormittag hineingetragen wird. Und dort werden die letzten Details noch geklärt und schon ist man in der Vergangenheit oder in der Planung der nächsten Woche mit völlig alltäglichen, nicht sabbatgeheiligten Gedanken und Worten. Und jetzt habe ich den dritten Punkt und da geht es um die Ehrfurcht. Zum Thema Ehrfurcht habe ich hier ein Bibelvers gefunden in Jesaja Kapitel 6, Vers 2. Und da ist die Rede vom Seraphim. Das sind hochgestellte Engel mit 6 Flügeln. Und die Bibel sagt hier, Seraphim standen über ihm, also über Gott, über Gottes Thron, wenn man den Zusammenhang liest. Ein jeder hatte 6 Flügel. Mit 2 deckten sie ihr Gesicht, mit 2 deckten sie ihre Füße und mit 2 flogen sie. Und jetzt vergleich mal mit der heutigen Zeit. Mit 2 deckten sie ihr Haupt zu. Mit 2 deckten sie. Wer sind die sie? Seraphim. Und wer sind Seraphim? Wesen. Engel. Oder Wesen, die nie gesündigt haben. Mhm. Die haben die vergebende Gnade Gottes nicht notwendig, nicht nötig. Wer sind wir? Und diese Wesen decken ihre Füße zu. Also es ist die Sache wiederum des Gespürs, der Ehrfurcht. Zusammengefasst ist das ja wirklich ein Wahnsinnsspektrum. Durchaus erkennbar und nachvollziehbar. Aber gibt es von seitens Gottes ein Beispiel, anhand dessen wir erkennen können, irgendwas Hoffnungsvolles, Aussichtsvolles, das uns in Anführungszeichen blüht, wenn wir Gott gegenüber treu sind? Genau, wir haben den Vers 13 in Jesaja 58 gelesen, wo es steht, wir sollen keine Geschäfte tun, wir sollen unsere Gänge nicht machen und wir sollen keine eitlen Worte reden. Aber der folgende Vers 14 ist dann die Verheißung. Da steht, dann wirst du an dem Herrn deine Lust haben. Also praktisch in Gott aufzugehen, die vollkommene Erfüllung zu haben, mit Gott in direkter Verbindung zu stehen, sei es durch sein Wort, durch das Gespräch mit ihm oder aber auch natürlich missionarisch gesehen in Gesprächen mit anderen Menschen über Gott. Und wenn wir dem glauben, was hier steht, dann liegt der Schlüssel in der rechten Sabbatheiligung. Die natürliche Frage wäre jetzt, aber was ist mit den Armeen? Überall Kanonen, Böller und Kracher und Bedrohung pur. Ja, aber seltsamerweise, wir konnten es selbst nicht glauben, war völlige Ruhe über den Sabbat. Es schien so, als wurden die Armeen zurückgerufen, auch nur einen weiteren Schritt der Bedrohung auf uns und diese kleine Stadt zu gehen. Wir feierten Sabbat und anscheinend die Armeen auch. Und wir hatten die Möglichkeit, in aller Ruhe mit unseren Geschwistern diesen Tag zu erleben, während eine unsichtbare Hand diese Armeen zurückgehalten hat. So lange, bis wir mit unserer Familie in Freiheit waren. Ein paar Tage später kam dieser gellende Schrei. Ein neuer Zug steht im Bahnhof. Ein neuer Zug, der alle Deutschen, die noch da sind, in den Süden bringen soll. Wir glaubten, unseren Ohren nicht zu trauen. Und plötzlich kam auch schon der Kutschenwagen, obwohl das nur 200 Meter entfernt war, vom Bahnhof und holte uns samt den Koffern ab und brachte uns zum Zug. Und wir völlig erstaunt stand dieser Zug im Bahnhof nahezu komplett leer. Und wir konnten uns aussuchen. Und es reicht uns letztlich 2 Abteile, um die gesamte Familie unterzubringen. Wir hätten einen gesamten Zug für uns gehabt, denn niemand war mehr da, außer uns, von Gott geführt.